schnell. Ja, es war viel zu schnell, ja. Es war nicht das, was der Frank wollte. Der Frank, Frank, kannst du uns mal bitte, Frank, könntest du uns mal nicht deinen Arsch zeigen, sondern mal sagen, in welcher Geschwindigkeit. Ey, tu doch mal deinen Arsch. Ey, doch, warte. Ey, zeig uns mal nicht. Ey, Luna, zeig uns mal nicht deinen Arsch. Ich kenne den Text überhaupt nicht. Ich kenne das Lied überhaupt nicht. Oh, ho, 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 ho. Nein. So. Ja, genau, ja. Frank Seferlohn, ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich ein Meisterwerk, so ein Stück so darzubieten. Also es kann nur einer. Es kann nur einer. Kann nur Frankie Boy. Frankie Boy. Wir befinden uns hier in Hünfeld, wir befinden uns im Schlitz an der Landesmusikakademie und wir erstarren vor so viel geballter Musikalität hier. Man hat uns die ganzen Instrumente hier. Ja. Du weißt, was ist musikalisch. Hier in dieser Vitrine sind übrigens die Luftgitarren. Sehr schön. Ja, also, wir erstarren vor Ehrfurcht und es ist ein Festival der besonderen Art hier. Hier sind übrigens die Freigeräte Malen, ich wollte es nochmal gesagt haben. Ein schönes Festival und schöne Oschuhe, wie man so schön sagt, hatten wir gestern übrigens auch in Österreich da, in Neukirch, aber da war es... Abendessen! Es gab Abendessen! Es gab heute ein Abendessen und es gibt keinen Hagelsturm vorher. Noch man muss das sehen. Ich habe auch noch ein bisschen selbstgebackene Plätzchen dabei für Manuel. Ja, unbedingt. Ich habe noch nicht genug gekriegt. Oh, das war schon... Gott sei Dank haben wir hier unseren Raubkopierer stehen. Damit können wir unsere Getränkemagen noch vervielfältigen. Glücklicherweise. Geil. Sehr nett vom Veranstalter. Verchecken wir dann und dann machen wir uns stinkereich. Und dann kaufen wir die Landesmusikakademie hier und dann machen wir hier so ein... So Puff rein. Boah, schon wollte ich sagen. Aber ja, wir Puff. Ich bin aber, irgendwie bin ich so ein bisschen irritiert. Eine Landesmusikakademie, ne, und dann Judoku, Spielsammlung 300, ist ja irgendwie nicht so. Und wenn jemand Christian anrufen möchte, seht ihr hier Bescheid. Ja, draußen spielen auch schon die Kollegen von den Speedballs. Herr Bassist ist gut, er hat eine gute Ausbildung genossen. Er war ein Schüler von mir. So mal einer sagen. Ich weiß, wie man Kaffee trinkt. Naja, das finde ich jetzt ein bisschen despektierlich, aber so ganz unrecht. Jetzt, wo du es so sagst. Schmeckt der Kaffee, nicht die Bohne. Tässchen Kaffee geht immer, ne? Da geht auch hier, ne? Geht einiges. Schönes Bild. Und da, das ist langsam, bitte langsam. Ich muss das mal hier. Oh, das geht schief. Ja. Das geht schief. Ja. Sapper. Das ist voll scheiße, da ist nichts mehr drin. So. Das ist so ein Mist-Bock-Scheiß-Kaffee. Geh mir so auf den Sack, ey. Ach Gott. Der letzte Kaffee. Ach, ist das wieder gut heute. Mmh. Ja, wisst ihr Bescheid, wie das hier ist im Hünfeld-Schlitz? Plätzchen. Oh, lecker hier, guck mal, mit einer Note. Die besondere Note. Oh, das ist eine. Das war mal ein Violinschlüssel. Da hat wahrscheinlich jemand aus der Bassfraktion schon mal die obere Schleife abgekaut. Welche Bassfraktion meinst du? Es ist fast ein Bassschlüssel. Fast ein Schlüssel.